Aber wie gesagt, normal kann ich schon mehr vertragen wie 3 Gläser Champagne. Was mich noch interessieren wird, wie war der Training und die Ernährung früher und dann vielleicht im Vergleich, wie schaut es jetzt aus, Training und Ernährung? Also wie sich das dann vielleicht so verändert hat. Ja. Viele denken ja immer, oh, da ist jetzt irgendwas, aber ich kann mich mal erinnern, ich habe mal irgendwo gelesen, zurück zu deinen Wurzeln. Ja? Klassische Training. Es gibt klassische Übungen, die sind wissig, die man kennt. Bankdrücken, Kniebeuge, Kreuzheben, Klimmzüge, das sind so die Mutter aller Übungen, die so Meister bringen. Dann hat man, heutzutage hat man natürlich viel mehr Gerätschaften, man hat viel mehr Geräte für irgendwelche anderen Übungen, man hat sich viel mehr Übungen halt einfallen lassen. Das ist schon viel, viel besser, wie jetzt, also die Equipment in Fitnessstudio ist heute viel, viel besser, wie vor 30 Jahren war oder so. Ja. Und die Ernährung ist halt, Fett war früher Fett und es wird auch noch Fett. Und Zucker war früher Zucker und heute ist immer noch Zucker. Also da hat sich nichts geändert. Da ist immer noch das Gleiche. Wir mussten, gut, wir haben nicht so viele Supplemente gehabt zu meiner Zeit. Da hat man Eiweiß für das Höchste gehalten. Und dann kam so in den 80er Jahren die Aminosäuren so auf den Plan. In den USA gab es so eine Megapacks immer, die habe ich immer genommen bei meinen Wettkampfvorbereitungen. Die waren, da war es für Frauenwäsche und für Männer, die waren ganz gut abgestimmt. Die haben für die Diät immer ganz gut gepasst, habe ich auch nur in der Diät genommen. Aber macht das selten mein Leben lang, also dass ich immer Aminosäuren und Vitamine zu mir nehme, weil die für den Stoffwechsel natürlich wichtig sind. Wir produzieren ja Aminosäuren selber und dann nimmt der Nahrung welche zu uns. Und es ist schon wichtig, dass die Ernährung passt, Training natürlich und so. Und das Training ist halt A und O. Wenn du scheiße trainierst, dann wird es nichts. Du musst da schon mal gutes Training machen. Und zwar, man muss konsequent sein. Da haben viele so ein Problem mit der Konsequenz, dass man da mal dran bleibt. Wenn man stärker werden will, dann muss man halt auch dementsprechend trainieren und man muss da mal dran bleiben. Auch wenn mal so ein paar Wochen so eine Stagnation da ist, das ist normal, weil der Körper sich ja da auch ein bisschen so sortieren muss und man muss sich dann auch passend zu der Belastung ernähren. Und da braucht man ein gewisses Wissen. Wenn man das nicht hat, muss man sich das holen. In dem Bereich, wo ich Ihnen weiterhelfen kann, du musst das so und so machen und dann geht es auch vorwärts. Dann passiert auch was. Ja? Und da haben viele halt, ich weiß nicht, woran das liegt, Unwissenheit, der Geiz oder so, ja. Krieg schon alleine irgendwo raus, im Handy mal gucken, irgendjemand wird mir schon was erzählen, macht aber keiner, ja. Viele, weiß ich, die schreiben dir irgendwas auf den Zettel, rufen, nehmen einen Haufen Geld dafür, ja. Und das ist alles unseriös, finde ich. Man muss halt, nur face-to-face, da kannst du nur machen, okay, du musst ihn kennenlernen, du machst mit dem ein Training zusammen, schaust, wie der trainiert, was hat er trainiert. Dann habe ich ganz schnell raus, woran er dicht bei ihm, wenn er nicht weiterkommt oder so. Ja? Kann ich mir anschauen, wie ist seine Ernährungsgewohnheiten, sein ganzer Rhythmus, ja, Arbeit, Freizeit und so. Und dann kann man rausfinden halt, kann man das optimieren, ja. Und dann macht er auch Fortschritte. Ja? Eigentlich ist es ganz einfach, wenn man weiß wie. Ja? Man muss es dann nur angehen und so. Ja? Und das mache ich natürlich mit den Leuten immer noch, ja. Und so, die jetzt hier bei mir Mitglieder sind. Sofern sie halt so eine Ambition haben, einen Wettkampf machen zu wollen oder so, ja. Und man muss ja mal dazu sagen, auch damals wie heute, das ist nicht leicht. So eine Wettkampfvorbereitung ist nicht leicht. Training ist hart, Ernährung ist hart. Und wenn du beide zusammennimmst, ist es so ungefähr so mit das Härteste, was man sich an Sport überhaupt vorstellen kann. Wie oft habe ich in meinen Diäten, ja, 20 Jahre lang Diäten gemacht, habe ich mir gewünscht, warum habe ich nicht irgendeine andere scheiß Sportart gemacht? Heute nicht Judo gemacht oder muss ich ohne Gewichtsklasse einhalten, aber da muss ich nicht so hart sein oder so. Das sind die Jahre Gramm mehr, wie ich jetzt gerade dies oder jene gegessen habe. Hauptsache, ich habe nicht Gewicht oder so. Ja, also, in irgendein Gewicht zu halten, ist wesentlich einfacher, wie eine bestimmte Qualität zu haben, wo die Gewicht jetzt nicht so eine Rolle spielt. Wenn du mal im Schwergewicht bist, dann bist du im Schwergewicht, dann ist egal. Ach so, 110, 120 ist wurscht. Ja, außer du bist in den unteren Klassen. Ja. Denn, aber das ist hart, das ist einfach hart. Da kriegst du nichts geschenkt. Ja. Und jeder Mann und jede Frau, die mal einen Wettkampf durchgezogen haben, die brutal auf der Bühne standen sind da, ob sie erfolgreich waren oder weniger erfolgreich waren, vor die muss man den Hut ziehen, dass sie sowas mal gemacht haben.
Ja, dass die, und jeder, der da blöde daherredet und sagt, und das so abfällig behandeln soll. Nein, nein, vor denen musst du einen Kniefall machen. Ja? Weil die selber kennen das nicht. Vor ihnen, der gebracht hat, so einen Wettkampf mal durchzuziehen, mit der Qualität die Leistung zu bringen, hart trainieren und Diät zu machen. Das ist nicht so einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Und das sind wirklich 10, 12 ganz, ganz harte Wochen. Das sind ja nur die Wettkampfvorbereitung, die 10 Wochen, das ist ja nur die Spitze. Ja? Aber du musst ja erstmal, damit du das machen kannst, musst du ja erstmal ein Fundament schaffen, eine Basis schaffen. Genügend Muskeln, dass wenn du mal Diät machst, dass nachher noch was übrig ist. Ja? Ja. Und nicht, dass du da so als so eine Fluchtroute irgendwo in der Gegend stehst oder so. Ja, da braucht man Zeit, viele Jahre Training, konsequente Training, also immer dranbleiben. Nicht sagen, oh, jetzt habe ich mal ein paar Wochen trainiert, jetzt kann ich mal ein paar Wochen Pause machen. So kommt man nicht weiter. Das sind die harten Dinge. Da muss man, wer sowas durchzieht und dann gut aussieht, da muss man aber gehen. Ich sehe manchmal so im Internet so Typen, so leck mir am Arsch, die sind hart, richtig tolle Figuren, richtig brutal hart. Und wenn ich die sehe, dann weiß ich, was die für Qualen hatten. Ja? Und die lächeln in die Kamera. Ja? Können sie, weil sie wissen, was sie geleistet haben. Na ja? Und das ist halt schon Hut ab, da. Respekt, vor, muss man sagen halt. Wie kann man sich jetzt eine Trainingswoche von früher von dir vorstellen? Also wie oft hast du trainiert? Naja, also zu mir haben sie immer gesagt, das kennst du ja, im Studio gibt es ja hunderte Weltmeister, die alles besser wissen. Die haben noch nie Wettkämpfe gemacht, die wissen aber alles besser. Die haben zu mir immer gesagt, ja, was du da trainierst, ist alles scheiße. Ja? Und so, ja, aber ich bin mit dieser Scheiße schon zumindest ein paar Mal Weltmeister geworden, ja? wo ich da trainiert habe. Und ich habe auch wirklich sehr viel trainiert. Ich habe alles dreimal die Woche trainiert, also jeden Muskel dreimal die Woche. Aber muss man auch hilfreich dazu sagen, ich habe ja nicht weiter gemacht wie trainieren. Ja? Ich habe trainiert und gefressen. Geschlafen, trainiert, gefressen, geschlafen. Das war so mein Alltag, der Gros von in der Wettkampfvorbereitung. Und da habe ich halt zweimal am Tag trainiert, Vormittag 1,5 Stunden, am Abend 1,5 Stunden. Und jetzt 6-mal die Woche. Ja, dann bin ich natürlich zu Seminaren, Gastauftritten unterwegs gewesen. Da habe ich oft an dem Samstag nur einmal trainiert, habe dann zusammengepackt und Sonntag war mal Pause. Und da habe ich natürlich extrem viel trainiert. Aber ich muss auch dazu sagen, da war ich jung und stark. Da habe ich die ersten 10 Tage in der Woche habe ich alles ganz schwer gemacht. Also fast alle Übungen. Die zweiten, war immer 2 Tage, da habe ich den ganzen Körper durchtrainiert. Ja? Die mittelsten 2 Tage habe ich so mittelmäßig Gewicht gemacht, weniger Gewicht, ein paar mehr Wiederholungen. Und das dritte Paket in der Woche, die 2 Tage habe ich dann leichter gemacht, bewusst leichter gemacht, damit ich so eine Schonung für die nächste Woche genau wieder stark sein konnte. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich musste mich oft dann so am Samstag richtig zurücknehmen, dass ich nicht zu viel Gewicht nehme, dass ich mich nicht überfordere oder sowas, oder? Dass ich so Ermüdungsbrüche kriege. So, dass man, ich kenne viele, die haben dann Wobezymen nehmen müssen, weil denen alles wehgetan hat oder so. In der Phase. War bei mir nicht so. Hab ich nie nehmen müssen, weil ich da nicht so, weil ich durch meinen Trainingsrhythmus da einen ganz guten Modus hingekriegt habe. Das war eigentlich ganz gut und so. Ja, das ist natürlich viel, ja. Die meisten, die ich kannte, die haben halb so viel trainiert wie ich, ja. Und haben genauso viel Muskeln oder mehr so gehabt oder so. Also, aber da muss jeder für sich rausfinden halt. Jeder Mensch hat einen eigenen Stoffwechsel. Das ist bei jedem Menschen anders. Das ist so wie ein Fingerabdruck. Das ist auch bei jedem Menschen der Stoffwechsel anders. Und da muss man rausfinden halt beim Training, auf was springst du am besten an. Ja, das muss man rausfinden. Entweder kriegt man das selber raus oder man muss jemanden haben, der sich auskennt, der ihm dabei hilft, um das rauszufinden. Halt, ja. Das ist halt eine Einstellungsfrage. Ja. Du kannst, hast einen Motor erbaut, einen tollen Motor, hat wahrscheinlich so und so viel PS. Und jetzt fährst du damit, ja, der fährt, der Motor, der muss noch genau eingestellt werden, damit er das Optimale an Leistung bringt und so. Musst du dir beim Körper auch vorstellen, ja? Ja. Man hat so Grundleistung und so, aber die Feinheiten, die holst du erst raus, wenn du alles ganz genau einstellst. Mit dem Körper ist das ähnlich. Ja. Für den anderen hätte das Trainingsprogramm vielleicht nicht funktioniert.
Ja, genau. Was für mich gut war, muss jetzt für einen anderen nicht gut sein oder so, ja. Und ich habe vielleicht auch, was andere mal gemacht haben, habe ich mal nachgemacht, ja, fand ich jetzt nicht so doll. Also für mich jemals nicht. Andere haben damit Erfolg gehabt und so. Und immer, wenn ich mit jemandem trainiert habe, habe ich mir gedacht, ja, du, entweder trainiere ich alleine, aber wenn du mit mir trainieren willst, dann musst du mein System mitmachen, also meinen Rhythmus. Mhm. Ja, und wenn du damit nicht klarkommst, ich habe mit Leuten trainiert, die sind schon dann auch... Das waren so mit dem Kotzen hier, weil sie nicht mehr konnten. Weil schnell, kurze Pausen und hohe Gewichte, das haben sie überhaupt nicht vertragen. Hohe Gewichte, ja, weil sie brutal stark waren. Aber die haben ja ewig lange Pausen immer gemacht und so. Muss man natürlich können. Da muss man sich hintrainieren, das muss man können. Und ich kann mich erinnern, Alfred Neubauer, wir waren gleich schwer, gleich groß, gleich stark. Wir haben super zusammen trainieren können. War immer toll. Wenn wir zusammen trainiert haben, das hat genau gepasst. Das war, also wir haben richtig gute Trainingspartner gewesen. So. Ja. Und in den meisten Fällen habe ich dann aber alleine trainiert. Also meistens. Weil da, ich habe sehr schnell trainiert, mit wenig Pausen und so. Und ich habe mit Albert Beckles wir waren oft zusammen und so, er trainiert, aber mit denen konnte ich auch nicht trainieren. Weil er war auch viel, viel älter gewesen, ja, und der hat alles so ganz langsam gemacht und so mit Kurzhanteln, er hat fast nur mit Kurzhanteln trainiert und so. Und Jens hatte so seinen eigenen Stil gehabt. Aber wenn man überlegt, der Albert Beckles, der hat in 16 Jahren schon auf der Bühne gestanden, vor Arnold schon, ja, und hat mit mir noch auf der Bühne gestanden. Ich weiß ja nicht, was der heute macht, der müsste so um die 90 sein. Ob der noch lebt oder so, oder was der macht. Ich habe ihn mal über Instagram mal angeschrieben, aber keine Antwort gekriegt. Ich weiß nicht, ob er, vielleicht ist er da nicht, oder mit 90 oder so. Ist das schon 1983, 84, sowas, bei Mr. Olympia noch Vierter. Oder? Zweiter, bei oder mir war er Vierter, Zweiter war das Beste und bei mir war er Vierter gewesen. Ja? Also der war schon... Mitte, ja. Oder wie war der da? Naja, der war schon gut, der war 56 oder Mitte so. 50, ja. Heute wird der neue Albert Beckles ist ja Thomas Scheu. Der wird jetzt 60, ja, und das ist der neue Albert Beckles, ja. Der deutsche Albert Beckles. Ja, es war ja noch ein Jahr vor mir deutscher Meister. Ja, und das ist ja unfassbar, wie lange der schon mitmacht, wie oft der Weltmeister war und so. Er ist ja nie zu den Profis gegangen, aber das ist schon unfassbar, wie lange und auch immer in so einer Topform eigentlich ist und so, ja. Und ich weiß ja nicht, wie lange er macht. Vielleicht wird er noch einen Rekord ins Guinness-Buch oder so. Als 100-Jähriger. Auf der Bühne noch ein paar Posing. Keine Ahnung. Ist auch das, da muss man auch schon Respekt zollen. So lange, so hart und so. Und immer in Form. Ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwie mal scheiße aussah oder so. Oder dick war, fett war oder so. Glatt war. Ich glaube, das gibt es ja nicht. Und da ist ja guter Poser. Ja, das kommt ja noch dazu. Das konnte er schon immer. Das war auch schon immer so gewesen. Ja? Aber ich glaube, von dem gibt es glaube ich gar kein Bild, wo der glatt ist oder so. Ich glaube, das ist nicht. Der ist immer in Form. Ja. Das ist auch schon mal. Wahrscheinlich hat er die Gene, wo er dick wird, die gibt es bei ihm nicht mehr. Die sind so verkümmert, die springen ja nicht mehr an, selbst wenn er eine Torte essen würde oder so. Ja, weil der Körper das schon in den vielen Jahren schon abgestoßen hat. Wahrscheinlich das Fettgen hat abgestoßen, ja, weil er nie gekriegt hat und so. Ja. Wie sieht der Training jetzt aus? Aktuell? Also, ich versuche schon, ich bin jetzt nicht mehr so stark wie früher, aber immer noch für mein Alter immer noch stark. So, mach so ein paar Specials immer so. Bewegt sich alles so bei mir, so beim Kreuzheben und Kniebeuge, also bis 250 Kilo so. Mhm. Machen wir mal so Spielchen. Ich habe so auf so einen Balance Squat hier, auf so einen Ball, so einen halben Ball, so Kniebeuge drauf gemacht. So, wo du ausbalancieren musst. Oder so machen wir so Sitzkniebeuge, aber wir machen Synchronkreuzheben oder alles sowas, so ein bisschen Spaß und so. Und versuche halt fünfmal zu trainieren in der Woche, wenn ich es schaffe. Manchmal schaffe ich es nur viermal, weil kommt irgendwas dazwischen oder so. Aber wenn ich dazwischen komme, trainiere ich schon fünfmal. Aber ja, Stunde, anderthalb Stunde. Ja. Und mach alles, die Muskelgruppen nur noch zweimal die Woche, mach natürlich weniger, auch weniger Gewichte, weil
bestimmte Sachen kann ich gar nicht mehr so schwer machen. Und so machen meine Knochen dann ja nicht mehr. Ich habe jetzt Knoppelschaden gehabt, nicht verletzt. Ich habe noch mit 200 Kilo Kniebeuge gemacht, so ein paar Wiederholungen. Nichts gemerkt, ja nicht. Ich bin dann mit dem Hund 10 Kilometer spazieren gegangen, nichts gemerkt. Nächsten Tag früh morgens, wenn ich wach, tut mir mein Knie weh. Also 3 Tage später ja. Dann. Erst haben wir gedacht, dass es ein Impfschaden ist oder so. Von der Impfung, die war, ist eine Woche her, die zweite Impfung, dass ich da irgendwie weil man kennt ja aber mein Kumpel, der ist Arzt, der hat jetzt recherchiert, sagt dann, nee, kann nicht sein und so. Jetzt habe ich so eine Kernspintomographie vor 2 Wochen gemacht. Ja, haben wir festgestellt, so Amylux, Überlastungserscheinungen und Knorpelschaden halt. Und das ist der Schmerz, den schädigen Schmerz, den ich dann hatte. War dann vorige Woche noch bei so einem Professor Herdlein hier in München. Der hat sich angeguckt, dachte, da machen wir ja nicht, operieren wir nicht. Das regeneriert sich wieder selber schön. Schonen, Piano. Ich habe am Montag schon wieder leichte Kniebeuge gemacht. Kreuzheben, kurioserweise, habe ich 200 gezogen, hat überhaupt nichts wehgetan. Komisch, weil Kniebeuge, 100 Kilo merke ich nicht, 140 Kilo, oh, sticht denn im Knie. Also kann nur ganz leichter machen. Und ihr macht mir auch Spaß natürlich, wenn so immer mal so eine Kraftdinger zu machen. Ja, und ich habe hier bei unserer Kniebeugemaschine 400 Kilo, 3 Wiederholungen gemacht. Vor ein paar Wochen da noch. Das posten wir jetzt auch irgendwann mal bei Instagram. Es macht dann so Spaß. Wisst ihr mal, wenn ich dann so was Schweres gemacht habe, so, man kennt es ja so, wenn man so einen neuen Rekord im Bankdrücken oder Kniebeugen und so, oder im Kreuz eben irgendwo stark war, dass man so 2 Tage so ein Gefühl hat, man schwebt so. Ja, so ein geiles Gefühl. Führt Ego natürlich auch gut. Das kriegt ja einen Krampf im Beinbizep. Führt Ego natürlich auch gut. Macht immer noch Spaß. Ja, wenn ich als alter Mann da immer noch mit den Jungen so mithalten kann. Bestimmten Sachen jedenfalls. Ja. Ja, und Training wird bei mir immer bleiben. Also irgendwie, ich trainiere nur denn nicht, wenn ich mal im Urlaub fahre. Wenn ich jetzt ein paar Wochen wegfahre, dann trainiere ich nicht. Aber da bin ich halt anderweitig unterwegs, sportlich unterwegs. Weil ich mache sehr viel Landpartie, so Trekkingtouren und so, Berge gehen. Ja, da wird ja der Körper gewissermaßen trainiert. Ja. Und das ist ja natürlich auch hilfreich und so. Wiege, was habe jetzt nicht gewogen, 103 Kilo habe ich gerade. Hab jetzt über Weihnachten habe ich 2 Kilo zugenommen wieder. Ich hatte so 100, 101 gehabt, so die ganze letzte Jahr. Ich habe auch eine Zeit lang 110 gehabt, aber das lag mehr daran, dass ich zu viel gefressen habe. Jetzt habe ich mich vor heute ein bisschen zusammengerissen. Hatte ich so 100, 101 Kilo, hat ganz gut gepasst. Jetzt habe ich 103, ist der Weihnachtszeit geschuldet. Aber wir sind schon wieder auf dem Mars, dass wir da schon wieder jetzt runterkommen. So. Aber für mich ist jetzt nicht mehr so wie bei den jungen Leuten, so wie früher, der Body so an erster Stelle so wichtig. Mir reicht es schon, dass ich noch passabel aussehe, dass ich mich wohlfühle, dass ich noch eine gewisse Kraft habe, weil mir Spaß macht und so. Und dass ich mich gut fühle dabei, dass ich mich gesund fühle. Und nur das Gefühl habe, dass ich nicht älter werde. So, ja. Das ist so mal. Und das ist so der Hauptgrund eigentlich, ja, zu trainieren und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt aufhöre, mich irgendwie aufs Sofa lege und nicht mehr bewege und so. Ja. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Also haben wir schon weiter trainiert. Ja, dann danke Peter für das Interview. Ja, gerne. Kommt's vorbei ins Sportcenter. Genau, ja. Wo genau liegt es? In Sauerlach, ist im Süden von München. Und wir haben eine Internetseite, kann man sich anschauen. Auf Instagram kann man die auch finden. Wir haben auch hier auf unserer Studioseite haben wir so einen dreidimensionalen Rundgang, kann man machen, da kann man sich das ganze Studio anschauen und so weiter. Und ist ja leicht zu finden hier. Ist in der Nähe vom Bahnhof. Wir haben eine eigene Parkgarage. Also, ist man wieder hier gut aufgeräumt. Do it! Do it! Come on! Come on!